Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute nehme ich dich mit auf meine persönliche Minimalismusreise 2017 versus 2020. Die Aufnahmen aus 2017 sind nicht die besten. Damals habe ich noch mit dem Handy gefilmt, aber ich denke, der Unterschied ist schon klar erkennbar. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem ganz persönlichen Video. Wir beginnen im Flur. Das ist eine Aufnahme aus 2017. Damals habe ich noch mit dem Handy gefilmt und hatte noch keine Ahnung, wie man am besten einen Raum präsentiert. Also hab Nachsicht mit mir. Und ja, ihr könnt sehen im Spiegel, da hing noch die Garderobe direkt im Flur. Das hat sich verändert. Jetzt ist das der Flur. Ich vergleiche auch hier wirklich die allererste Roomtour oder Wohnungstour aus dem Juli 2020. Es ist auch schon wieder ein paar Tage her, denn aktuell habe ich ja auf meinem Kanal eine vom Messi zum Minimalisten Reihe, also Ausmist-Reihe online. Und wir sind noch nicht mit allen Räumen durch. Und mir ist auch beim Schneiden dieses Videos wieder aufgefallen, dass ich noch eine Menge Arbeit vor mir habe. Das alte Videomaterial stammt aus 2017. Das sind Ausschnitte aus einem ganz, ganz alten Putzvideo, die ich hier zusammengeschustert habe. Teilweise musste ich mich aus 2, 3 Putzvideos bedienen, damit man was von den Räumen von früher erkennt. Ich denke aber, die Veränderung ist schon sehr erkennbar. Und ja, Juli 2020, meine Pflanzenhochzeit, ne? Wir wissen es alle. Und wenn du es noch nicht gewusst hast, dann weißt du es jetzt. Wir haben schon einiges verändert. Wir konnten schon vieles aussortieren und in den 3 Jahren haben wir uns einmal komplett neu eingerichtet, so dass es eigentlich auch besser zu uns und unserer persönlichen Weiterentwicklung passt. Die Räume wurden nach und nach neu eingerichtet, also nicht alles mit einmal. Und hier zeige ich euch mal das ganz alte Bad aus 2017. Ich finde es erschreckend. So im Rückblick jetzt, das ist übrigens Alena aus 2017 mit Handy in der Hand. Ich finde es erschreckend, was damals bei uns alles rumstand. Sämtliche freie Flächen zugeschustert und ihr seht hier wirklich nur einen kleinen Teil. Und die Badfliesen, der Badboden war noch blau. Genau. Da habe ich ja dann selbstklebende Vinylplanken mal draufgelegt, da wir ja hier in einer knapp 100 Quadratmeter Mietwohnung leben. Und es hat sich eine Menge verändert. Ich finde es aber ganz interessant zu sehen, wie sehr man sich verändert, wenn man kontinuierlich beim Ausmisten und auch beim Organisieren einfach dran bleibt. Und wie sehr sich dann auch die Prioritäten verschieben. Also nicht nur von der Einrichtung, das ist unser Bad übrigens jetzt im Juli 2020. Ja, ich glaube, es gibt so viele, ne, selbsterklärende Vergleiche und auch Bilder einfach jetzt. Ich finde es aber einfach wirklich sehr interessant, um jetzt mal wieder auf den Punkt zurückzukommen, wie sehr man sich verändert, wie sehr der Fokus sich verschiebt auf auch mehr oder vermehrt plastikfrei, vermehrt ökologisch. Und ja, ich stelle auch jetzt wieder bei unserer aktuellen Ausmistserie einfach fest, wie wenig man oder mit, ich meine, die Wohnung ist immer noch sehr voll, ne, mal abgesehen davon. Aber ich finde es schon wirklich sehr interessant, wie man nach und nach einfach feststellt, was man wirklich aktiv eigentlich zum Leben braucht und was auch nicht. Und selbst bei den Pflanzen, mal abgesehen davon, dass viele schon sehr gewachsen sind und auch einige einfach schon ausgezogen sind, weil ich vieles doppelt und dreifach an Pflanzenarten habe oder hatte zu diesem Zeitpunkt. Das Material ist ja jetzt auch schon wieder aus Mitte 2020, ne, also schon knapp ein halbes Jahr später. Und wo ich jetzt dieses Video eben zusammengeschnitten habe und auch jetzt hier das Overvoice mache. Nicht nur, dass unser Sohn, der Kleine, innerhalb von 3 Jahren, wie kann es auch anders sein, einfach gewachsen ist und sich auch sein Zimmer sehr verändert hat, sondern ja, wie wir uns einfach verändert haben, wie freundlicher und heller doch die Wohnung einfach geworden ist und auch gerade im Bad, diese über der Toilette, da hing ja früher ein schwarzer Hängeschrank und jetzt haben wir hier im Juli 2020
andere Regale, die es mittlerweile auch schon gar nicht mehr gibt, weil wir sie einfach nicht mehr gebraucht haben. Auch der Badunterschrank hat sich jetzt ein halbes Jahr später schon wieder verändert. Und ja, Wahnsinn, wie die Prioritäten sich einfach verschieben. Dieses Video soll dir zeigen, dass du vieles auch einfach erst im Laufe der Zeit erreichen kannst. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Minimalist. Ich bin auch nicht der Hardcore-Aussortierer. Also wenn ich durch unsere Wohnung durchgehe, ist es wirklich so, dass ich nur die Sachen behalte, die wir aktiv benutzen. Wir haben auch im Bad einige Dinge, die wir einfach noch aufbrauchen, die wir dann auch nicht mehr nachkaufen, wenn sie leer sind. Und wir werden uns auch in diesem neuen Jahr eben mit mehr Nachhaltigkeit beschäftigen. Das bedeutet, dass viele Pflegeprodukte einfach um einiges nachhaltiger gestaltet werden. Seifenspender kann dann, wenn wir alle Flüssigseifen aufgebraucht haben, auch einfach weg, denn wir werden ihn nicht mehr brauchen, denn wir nehmen dann wieder ganz normale, ein ganz normales Stück Seife. Und ich bin echt gespannt, wo die Reise jetzt in diesem Jahr noch hinführen wird. Ihr werdet jetzt auch am kommenden Mittwoch das Video vom Messi zu Minimalisten im Wohnzimmer sehen. Und wir befinden uns hier in der Küche aus 2017. Sämtliche freien Flächen zugekracht, alles komplett dunkel. Und das war wirklich nicht nur das Licht an dem Tag, sondern wirklich auch, ja, unsere Einrichtung, unser Geschmack hat sich sehr geändert. Die Schränke waren sehr dunkel und ja, erschreckend, wie ich finde. Echt erschreckend. Und ich kann mittlerweile auch so 3 Jahre später nicht mehr nachvollziehen, wie ich mich da wohlfühlen konnte. Hier musste ich aus 2 Videos etwas zusammenschneiden, dass ihr sehen könnt, dass der Hängeschrank schon nach einiger Zeit einfach verschwunden ist, aber sich dann hier auch eben einiges verändert hat. 2017 hatten wir noch Hunde. Ihr fragt auch öfter mal, warum wir keine Hunde mehr haben. Ich habe ja dann mit einem 35-Stunden-Job angefangen und dann wären die Hunde einfach zu kurz gekommen, denn auch mein Mann ist ganztags berufstätig und unser letzter Hund, unser Garou, hat uns Ostern 2020 ja verlassen. Er ist von uns gegangen und wir haben uns ja dann Günni aus dem Tierheim geholt und haben jetzt nur noch eine Katze. Geblieben ist in der Küche irgendwie nur noch der Esstisch und der Kühlschrank und die ganzen Geräte bis auf den Geschirrspüler, denn durch einen Wasserschaden waren wir, glaube ich, 2018 oder 2019, das weiß ich jetzt echt nicht mehr, gezwungen, unsere komplette Küche ja, zu erneuern. So sah es im Juli 2020 aus. Die Hängeschränke von der Küche sind komplett verschwunden. Wir haben viel mehr jetzt mit Naturhölzern gearbeitet und sehr viele Pflanzen, keine Angst. Auch die haben sich wieder reduziert. Eine abgedatete Pflanzentour kommt natürlich auch so schnell wie möglich online. Aber es hat sich doch eine Menge getan. Und ich finde, der Unterschied ist schon sehr erkennbar. Und auch wie alleine durch die Veränderung der Küchenarbeitsplatte und auch der ja, Einrichtung einfach ein Raum gleich viel luftiger und viel heller wirkt. Und einfach auch gleich viel angenehmer und viel freier. Und das ist eine wahnsinnige Veränderung. Für mich, wie ich finde. Für uns, wie ich finde. Wenn du Lust hast, mach doch einfach auch mal ein kleines Video von deiner Wohnung so, ja, speicherst dir ab und vergleiche einfach mal nach einem halben Jahr und nach einem Jahr und dann vielleicht auch mal nach einer größeren Zeitspanne, so wie ich jetzt nach 3 Jahren, einfach mal die Veränderungen, die passiert sind, während du ausgemistet hast, regelmäßig, während du sortiert hast, während du organisiert hast und guck einfach mal, wie weit sich deine Persönlichkeit und dein persönliches Leben einfach im Laufe der Zeit verändert. Dann schreib mir das mal in die Kommentare. Ich weiß, es ist noch immer noch nicht so minimalistisch, wie man es unter dem Oberbegriff Minimalismus versteht. Für uns ist ja, oder für uns bedeutet Minimalismus, das sage ich öfter in den Videos, einfach nur noch die Dinge zu haben, die wir auch wirklich benutzen, die wir brauchen. Und wir machen Minimalismus jetzt nicht an einer ganz bestimmten Zahl fest, zum Beispiel 100 Dinge pro Nase, sondern
ja, einfach nur noch die Dinge zu behalten, die wir auch wirklich nutzen, die wir brauchen und die uns auch wirklich Freude schenken. Also Dinge, an denen wir uns einfach erfreuen können und die uns unser Leben angenehm machen. Wir möchten ja auch nicht leben wie im Mittelalter. Also so ein bisschen, ne, up to date 2020, 2021 möchten auch wir sein. Aber es geht uns jetzt oder mir explizit beim Ausmisten darum, sich wirklich von Dingen zu trennen, die ja einfach überflüssig geworden sind. Das heißt nicht, dass ich die große schwarze Tonne aufmache und alles reinschmeiße, was wir nicht mehr wollen, sondern es ist dann wirklich, dass wir sagen, wir verschenken es an Freunde und Familie, wir spenden es oder aber wenn es dann kaputt ist, dann wird es einfach, wenn wir es wirklich benötigen, ersetzt und falls wir es nicht mehr benötigen, dann lassen wir es einfach weg und das, was kaputt ist, wird dann einfach art- und fachgerecht recycelt. Mir geht's auch beim Aussortieren und beim Ausmisten nicht darum zu sagen, alles muss weg. Alles, was Plastik ist, muss ich jetzt sofort durch eine absolut grüne, ökologische und nachhaltige Variante ersetzen, denn meiner Meinung nach ist es einfach so, dass wenn ich jetzt, denn bei uns ist es jetzt wirklich so zu sagen, ne, wenn wir jetzt alles, was aus Plastik ist und was wir ersetzen möchten im Laufe der Zeit, jetzt sofort wegschmeißen würden, meiner Meinung nach hätte ich dann nicht viel gewonnen, außer eine riesengroße Menge Plastikmüll auf einmal produziert und einen immensen, ja, Geldausgabenberg für all die Dinge, die wir ja dann ad hoc neu brauchen. Drum brauchen wir auf, drum recyceln wir dann, wenn etwas kaputt ist und ersetzen es dann nach und nach. Das Wohnzimmer aus 2017, wo wir uns jetzt gerade befinden, war auch ein zusammengewürfelter Haufen. Aus Dingen, die ja sich einfach im Laufe der Zeit verändert haben. Im Wohnzimmer habe ich leider nicht die perfekten Aufnahmen, nur von dem Sideboard, die Schränke waren vollgekracht. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie unser Wohnzimmer im Juli 2020 aussieht. Allein durch die Veränderung von einem viel helleren Sofa und auch durch die Möglichkeit einfach zu sagen, wir können unser Wohnzimmer nach und nach ersetzen, finde ich schon eine wahnsinnige Veränderung, was den Raum so unglaublich hell und wohnlich macht. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Surround-Anlage meines Mannes, die Tapete an der Wand aus Stein und der Fernseher. Alles andere haben wir nach und nach verkauft und durch Neues ersetzt. Und ich finde den Raum im Wohnzimmer jetzt so einen richtigen Wohlfühlraum, der eine helle und freundliche Atmosphäre ausstrahlt und auch eine luftige Atmosphäre ausstrahlt und nicht mehr dieses gedrückte, dunkle, ja, unorganisierte. Das finde ich echt schon eine sehr, sehr große Veränderung, die mich und meine Familie sehr glücklich macht, wenn wir uns das so im Laufe einfach der Zeit angucken. Und ja, ich finde es einfach echt gigantisch. Ihr fragt auch ganz oft danach, wo diese Hängeschränke her sind. In unserer gesamten Wohnung haben wir die Methode Küchenschränke, also auch hier im Wohnzimmer, mit den Hagebee-Fronten. Diese sind nämlich vergleichbar oder von den Maßen her identisch mit Besta von IKEA, sind aber um einiges günstiger. Um dann natürlich diese Schrauben auf den Hängeschränken im Wohnzimmer zu verdecken, haben wir ganz normale Naturholzplatten aus dem Baumarkt passend zusägen lassen, die wir dann einfach draufgelegt haben. Gerade hier in dieser Ecke finde ich den Vergleich Wahnsinn. Wir werden jetzt natürlich auch nächste Woche Mittwoch dann, ne, das Wohnzimmer vom Messi zum Minimalisten ja aussortieren und auch mal tiefengründlich wieder durchputzen. Wir haben uns entschieden, diese Bildergalerien, die ihr an den Wänden seht, abzunehmen, um erstmal mehr visuelle freie Fläche zu schaffen. Die Bilder, die hier über dieser grauen Kommode oder Glasvitrine besser gesagt hängen, die werden wir ins Schlafzimmer integrieren und die große Familien-Fotogalerie-Wand über dem Sofa, was ihr dann auch noch gleich sehen werdet, die werden wir erstmal abnehmen, um einfach den Raum noch luftiger und noch freier zu gestalten. Ich habe bereits zwei Fotos von unserer Familie, also von uns Vieren,
Ja, einfach bei uns oder bei mir schon hier auf dem Schreibtisch liegen. Ich möchte pro Raum, also zwei schöne Familienbilder, möchte ich dann einfach in unser ausgemistetes Wohnzimmer integrieren. Ich finde, es ist wirklich eine Reise, weil nach und nach merke ich, wie sehr ich mich verändere. Auch diese kleine schwarze Uhr wird demnächst ersetzt durch eine andere. Ich habe mir jetzt, ja, ich war mir jetzt eigentlich endlich mal sicher, wo die Reise hingeht in diesem Fall und möchte dann auch dort einfach eine neue Uhr anbringen, denn das ist noch die Uhr, die wir da schon seit 3 Jahren haben und ich habe endlich jemanden gefunden, der uns diese Uhr abnimmt und wir werden uns auch in diesem Jahr 2021 weiterhin mit organisieren und ausmisten und auch putzen und Lebensorganisation beschäftigen und einiges wird sich bei uns auch einfach wieder verändern. Wir werden unsere Wohnung für uns so passend gestalten, dass wir uns darin wohlfühlen und ich weiß, es wird den einen oder anderen geben, der dann sagt, oh, jetzt wird es aber wieder nackig und sehr unpersönlich. Ja, ich werde versuchen, oder für uns als Familie, denn das ist es, was es zählt. Wir als Familie müssen uns darin wohlfühlen, es uns so einzurichten, es uns so zu gestalten und zu verändern, dass wir uns darin wohlfühlen. Wir wollen einen gewissen persönlichen Touch in unserer Wohnung, aber ich finde, es ist wirklich eine Reise, das Ganze. Und ich habe das Wort, glaube ich, schon so oft gesagt, dass es schrecklich ist. Wir möchten es für uns einfach so minimalistisch, wie es für uns als Familie einfach möglich ist, einrichten und auch gestalten und für uns so luftig und frei gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, jetzt so gerade beim Videoschnitt ist mir eigentlich so die Frage gekommen, warum hängen wir uns Fotos von uns als Familie auf, wo wir uns doch eigentlich fast täglich oder eigentlich immer täglich sehen. Und das nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals. Und das ist so der Grund, warum ich mir denke, dass wir diese Bildergalerien nicht wirklich brauchen werden, sondern da wirklich nur ein schönes Familienbild in ein, zwei Räume einfach integrieren werden. Ja, denn ne, die Fotos sind jetzt eher für uns nicht so relevant. Gehen wir doch weiter ins Kinderzimmer. Das Kinderzimmer 2017 sah natürlich noch dementsprechend aus. Der Kleine war erst 2 Jahre alt, fast 2 Jahre alt und hat noch ein Gitterbettchen gehabt und war noch ein Wickelkind. Ich finde, auch hier im Kinderzimmer hat sich eine Menge verändert. Nicht nur, weil er jetzt mittlerweile 5 ist und einfach auch ein großes Jungszimmer brauchte, sondern es hat sich auch sehr viel von diesem mittlerweile, ich meine jetzt 2021, wir haben das Kinderzimmer Ende 2020 nochmal ausgemistet. Es hat sich viel von diesem Plastikspielzeug einfach mit der Zeit erledigt. Einiges natürlich ist noch von mir, als ich Kind war, Unmengen an Playmobil zum Beispiel und Lego, was sich dann erweitert hat durch unseren Großen. Das sind aber so Sachen, die sortieren wir dann erst wirklich aus, wenn Liam damit nicht mehr spielt. Das Kinderzimmer damals fand ich auch schon sehr hell und freundlich. Es war aber auch zusammengewürfelt. Und jetzt seht ihr das Kinderzimmer Ende oder Mitte 2020. Es gab auch schon hier wieder eine große Veränderung. Falls du dich für das Video interessierst, wo wir das Kinderzimmer ausgemistet haben, dann verlinke ich dir das natürlich oben rechts im i, sowie die komplette vom Messi zum Minimalisten Playlist, dass du einfach auch gucken kannst, wie geht's uns denn? Wo sind wir denn? Liam wird wahrscheinlich dann auch, wenn er 6 wird, also in diesem Jahr 2021 von diesem Raum ins Büro umziehen können. Sobald er nicht mehr das Bedürfnis hat, nachts zu uns ins Bett zu klettern. Das heißt, wir werden in 2021 Räume tauschen. Das Büro wird dann hier hinkommen, wo jetzt das Kinderzimmer ist, und das Kinderzimmer wird dann ins Büro kommen, sodass Liam einfach auch mehr Platz hat. Und das bedeutet dann für mich, dass wenn wir diesen Raumtausch, Raumumzug starten, ich dann auch wieder das Kinderzimmer ausmisten kann und natürlich dann auch das Büro, weil wenn man dann gerade so, ne, das Büro ist jetzt in einem relativ großen Raum, wenn das dann in einen kleineren Raum zieht, dann haben wir hier einfach eben nicht so viel Platz, wie ihr gesehen habt, denn wir haben ja auch den Fitness Tower noch direkt im
Büro stehen, der ja dann auch in dieses kleinere Zimmer passen muss. Vom Schlafzimmer habe ich leider aus 2017 überhaupt keine Aufnahmen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Vergleich zu 2020 gemacht. Da wir oder ich, als ich 2017 diesen Kanal gegründet habe oder mit diesem Kanal angefangen habe, das Schlafzimmer als noch eine sehr private Sache angesehen habe, und das war auch damals schon Kraut und Rüben, das hat sich jetzt zu 2020, 2021 schon sehr geändert. Aber ich stelle jetzt eben auch wieder beim Overvoice von diesem Video fest, also diese Plastikparkgarage gibt es mittlerweile auch nicht mehr im Kinderzimmer. Ich stelle halt einfach fest, dass ich noch wirklich einen weiten Weg vor mir habe und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mich begleitest, wenn du an dieser Reise mit mir auch tatsächlich teilnehmen möchtest. Jetzt kommen wir zum Büro, das habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Das war das Büro 2017. Ja, ne? Schminkecke. Mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Ich habe nur noch einen Schrank im Schlafzimmer, der voller Schminke ist und selbst da sortiere ich immer wieder aus. Es hat sich, also das 2017, das Büro war jetzt gar nicht so unminimalistisch, würde ich mal behaupten, aber stand halt auch einfach viel Zeug rum. Jetzt dadurch, dass ich eben, ne, zwei YouTube-Kanäle habe, dass ich zwei Etsy-Shops habe, hat sich dann doch das Büro ein bisschen gefüllt. Es hier damals noch extrem, also im Juli 2020, sehr, sehr viele Pflanzen, auch was die Ablage von unserem Papierkram angeht. Hier hat sich doch einiges getan. Selbst jetzt schon zu Ende 2020. Und ich freue mich wirklich darauf, jetzt einfach weiter auszumisten, weiter zu reduzieren, was wir nicht brauchen, wirklich nochmal jetzt im Anschluss an dieses Video tief in mich zu gehen und wahrscheinlich in den nächsten Videos wirklich noch rigoroser auszusortieren, noch rigoroser zu spenden und zu verkaufen von Dingen, die wir nicht nutzen, die wir nicht brauchen, die wir, ja, die uns unser Leben im Moment, aktuell jetzt, nicht mehr so vervollständigen, wie wir dachten. Ich hoffe, dir hat dieses Video ein bisschen Mut gemacht und ein bisschen Inspiration und Motivation mit auf den Weg gegeben. Auch wenn ich es wahrscheinlich sehr durcheinander kommentiert habe, hoffe ich, dass für dich genauso wie für mich schon erkennbar ist, wie sehr wir uns verändert haben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder am Samstag, wo wir ein großes Putzvideo veranstalten werden. Und nächste Woche am Mittwoch, also heute in exakt 7 Tagen, werden wir uns dann mit dem Ausmisten des Wohnzimmers beschäftigen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, deine Alena. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we got older, we tried to stay in touch. Life ran away from us.
If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends.